Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA WM 2018 WM-Magazin exklusiv hier bei uns auf Sport and Games TV. Ja, was war das denn heute am Ende der oder am vorletzten Tag der WM 2018 Gruppenphase? Deutschland hat gespielt und ist leider Gottes aus der WM ausgeschieden. Das erste Mal seit langem oder das erste Mal überhaupt sind sie ausgeschieden in der FIFA WM Gruppenphase, was sonst noch nie passiert ist. Und ja, es stimmt wirklich, was da steht. Südkorea besiegt Deutschland mit 2 zu 0. Dazu kann ich jetzt aber eine Menge sagen, bevor ich die Torschützen und die Zahlen und Fakten vorlese. Nämlich Deutschland hat richtig viele Chancen gehabt, wieder über 80% Ballbesitz. Und sie haben nichts davon genutzt, rein gar nichts. Sie hatten wieder Chancen ohne Ende und haben gar keine genutzt. Was ich eigentlich daran am besten finde, dass der DFB schon gesagt hat, dass sie Jogi Löw nicht entlassen werden, weil Jogi Löw ist ja ein echt guter Trainer. Und es lag definitiv nicht an Jogi Löw, sondern an der Mannschaft. Da hat nämlich heute wieder gar nichts funktioniert. Jetzt hoffen wir ja einfach mal, dass es jetzt besser läuft und dass wir das jetzt mal in der Vorrunde bei der FIFA WM 2018 ein guter Dämpfer war und der Mannschaft geholfen hat. Die spielen ja erst wieder bei den European Qualifiers, die zu EM-Qualifikation, zu UEFA Euro 2020. Die Qualifikationsrunde beginnt ja ab September diesen Jahres, beginnen ja die European Qualifiers. Die gibt es dann übrigens auch hier bei Sport Games TV in einem Qualifikationsmagazin, aber das Ganze erst ab September. Erstmal dazu schon mal gesagt. Also da wird Deutschland dann erst wieder spielen, sonst nämlich erst, jetzt sonst jetzt ja erstmal nicht mehr. So, Südkorea, Deutschland 2 zu 0. Also schauen wir uns die Torschützen an. Beide Tore fallen in der Schlussphase in der Nachspielzeit. Das 1 zu 0, es war eigentlich abseits, also es hätte abseits sein können. Der Videoschiedsrichter hat Tor gegeben für Südkorea. Und dann war Neuer beim 2 zu 0 auch nicht ganz unschuldig. Naja, was soll er machen? Deutschland hatte Eckstoß und er rennt eben nach vorne, verliert das entscheidende Duell und das Tor ist leer und Südkorea kann den ganz easy reinmachen. Deutschland hätte eine 1 zu 0 Führung gereicht, um ins Achtelfinale zu kommen. Also das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. 1 zu 0 hätte gereicht, wie viele Chancen die da gab, da haben und dann erstmal 80% Ballbesitz. So, Torschützen, beide, wie gesagt, in der Nachspielzeit. Das 1 zu 0 von Yongwon Kim und das 2 zu 0 von Hoi Min Son. Das war ja sozusagen eine Empty Goal. So, jetzt schauen wir uns mal die Zahlen und Fakten an. Deutschland blamiert sich und qualifiziert sich nicht fürs WM-Achtelfinale. Wieder viel Ballbesitz für den DFB, nämlich waren das über 80, beziehungsweise fast 80% Ballbesitz. Sowas von schlimm gegen Südkorea zu verleihen. Warum steht da verleihen? Ach, kein Ding, ich bin nicht doof und inkompetent. Das war nur die Autokorrektur, die das Ganze da ein bisschen verkackt hat. Aber ansonsten, also das soll heißen, verlieren. Sowas von schlimm gegen Südkorea zu verlieren, das war auf jeden Fall schon sehr peinlich, dass sie überhaupt gegen Südkorea verloren haben und das dann gleich mit 2 zu 0, wo alle Mannschaften in der Gruppe gewonnen haben gegen die. Dann gab es das zweite Spiel im letzten Spieltag der deutschen Gruppe F. Mexiko gegen Schweden. Und ja, auch dieses Ergebnis stimmt wirklich und es war auch wirklich mal wieder überraschend. Mexiko, souveräner Tabellenführer, verliert das Ganze gegen Schweden mit 0 zu 3. Alle drei Tore sind in der zweiten Halbzeit übrigens gefallen. Aber wie das auch zustande gekommen ist, weiß man wieder nicht. So, schauen wir uns doch dort erstmal die Torschützen an. Also das 1-0 für Schweden fällt in der 50. Minute durch Ludwig Augustinsson, das 2-0 in der 62. Minute durch Andreas Granqvist und das 74. Minute das Eigentor von dem Mexikaner Edson Álvarez mit dem Eigentor. Das war also das Tor zum entscheidenden letzten 3-0 Endstand für die Schweden. So, und auch dort wie immer die Zahlen und Fakten. Schweden sichert sich überraschend den Gruppensieg. Mexiko ist als Zweiter der Gruppe fürs Achtelfinale qualifiziert und das Achtelfinale beginnt für Mexiko am Sonntag. Da spielen sie dann gegen Brasilien. Das Ganze gegen Brasilien, weil Brasilien ja Erster der Gruppe D geworden ist und der Zweite der Gruppe F spielt ja bekanntlich gegen den Ersten der Gruppe E. Also, das Spiel heißt Brasilien gegen Mexiko ums Duell. Aufzufassen fürs WM-Viertelfinale bei dieser FIFA-WM 2018. Das Ganze leider ohne Deutschland. Aber Deutschland hat sich so, ja, es waren ja
24 Teams am Start. Deutschland hat sich so zwischen ja, der Platzierung, ich sag 20 bis 18 so gehalten. Also so 18. und 19. Platz so für Deutschland, aber ich sag mal 18. Was auf jeden Fall schade ist, dass sie auf jeden Fall die FIFA-Weltranglistenführung verlieren werden. Das ist leider auf jeden Fall so. Also da kann man sich jetzt, oder wird sich natürlich jetzt leider auch nichts mehr dran ändern. Deutschland wird dann die FIFA-Weltranglistenführung verlieren und mit etwas Glück dann nur auf 7 abrutschen und mit etwas Pech sogar aus den Top 10 fallen. So, dann geht's weiter, wie gesagt, mit der Gruppe E, mit der Partie, die gerade zu Ende gegangen ist, nämlich die Schweiz gegen Costa Rica. Costa Rica, ja, das Team vom Real Madrid-Torhüter Keno Navas. Und das Spiel endete zum Abschluss zwischen der Schweiz und Costa Rica 2:2. Und es gab noch einen Elfmeter für Costa Rica in der Nachspielzeit. Und dieser Elfmeter hat der Schweiz den Gruppensieg gekostet. Denn mit einem Sieg hätten sie durchaus, was die Differenz angeht, an Brasilien vorbeiziehen können. Aber wie gesagt, das hat ja jetzt nicht funktioniert. Also Brasilien Gruppensieger, Schweiz dahinter. Schweiz gegen Costa Rica, also 2:2. Costa Rica, also Schweiz war ja vor diesem Spieltag sowieso schon fürs WM-Achtelfinale qualifiziert. Costa Rica aber nicht, das stand aber auch schon lange fest. So, Torschützen. Das 1:0 für die Schweiz in der 31. Minute durch Bielem Dismali. Der 1:1 Ausgleich dann von Kendall Waston in der 56. Minute von Costa Rica. Das 2:1 für die Schweizer fällt dann in der 88. Minute durch Josep Trimic. Und Brian Ruiz, noch wie gesagt, mit dem Elfmeter zum Ausgleich für Costa Rica, zum 2:2 Endstand zwischen der Schweiz und Costa Rica von Brian Ruiz. Ebenfalls in der Nachspielzeit. So, wie immer auch wieder die Zahlen und Fakten. Die Schweiz geht als Zweiter der Gruppe ins Achtelfinale hinter Brasilien. Costa Rica wird Letzter der Gruppe. Serbien, was ich jetzt noch nicht dahin geschrieben habe, Serbien wird Dritter der Gruppe. Das WM-Achtelfinale beginnt am Samstag. Da finden dann jeden Tag immer 2 Spiele statt. Also Samstag 2, Sonntag 2, Montag 2 und Dienstag 2. Und dann geht es wieder Freitag los. So. Und da gab es ja noch das Spiel aus derselben Gruppe, was gerade zu Ende gegangen ist. Serbien unterliegt Brasilien mit 0:2. Ja, und durch dieses 2:0 der Brasilianer hat sich Brasilien dadurch auch gleichzeitig diesen historischen Gruppensieg gesichert. So, also schon mal auf die Tore. Das ist 1:0 für Brasilien. Also Brasilien geht in der 36. Minute durch Paulinho in Führung. Und die Entscheidung fällt dann in der 68. Minute. Das 2:0 für Brasilien durch Thiago Silva. Und wie immer, oder natürlich wie immer, schauen wir auch dort auf die Zahlen und Fakten. Brasilien sichert sich damit den Gruppensieg. Achtelfinale von Brasilien dann am Montag. Und das Achtelfinale beginnt am Samstag. Also das Spiel von Brasilien ist ja dann gegen Mexiko. Und der zweite, die Schweiz, trifft dann auf den ersten der Gruppe F gegen die Schweden. Das Ganze also aus der Gruppenkalkulation jetzt theoretisch, wie gesagt, das Achtelfinale geht Samstag für Brasilien gegen Mexiko, dann aber am Montag, das ganze Montag, glaube ich, um 16 Uhr. Ich glaube, das ist sogar in Kasan, ich weiß es aber nicht so genau. So, wie gesagt, sehr traurig, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, aber gut, der deutsche Fußball kann sich jetzt erholen und morgen wird die deutsche Mannschaft um 12 dann am Flughafen erwartet werden, wenn sie wieder hier in Deutschland sind. Und ja, die werden jetzt auch erstmal in den Urlaub fliegen, bevor sie wieder in die Vorbereitung starten zur neuen Bundesliga-Saison, die ja bald ist. Und da kann ich übrigens auch schon einen Programmhinweis geben. Nämlich werden wir bei Sporting Games TV auch, wie ich das ja eben schon gesagt habe, zur EM-Qualifikation. Immer die EM-Qualifikation für die Euro 2020 beginnt ja im September. Und dazu werden wir dann jeden Qualifikationsspieltag ein paar European Qualifiers Highlight-Magazine hier exklusiv auf Sport und Games TV senden. Aber das machen wir natürlich auch dann zu Fußball-Bundesliga. Das Ganze wieder, wenn die Bundesliga startet, genauso wie zu UEFA Champions League, der DFB-Pokal und der UEFA Europa League. Das also schon mal die Highlights für die Saison 2018-2019 hier bei uns exklusiv auf Sport und Games TV. Und jetzt lese ich das noch vor. FIFA WM 2018 zur WM gibt es täglich um ca. 23 Uhr bei der WM ein WM-Magazin mit den hier gesehenen Zahlen und Fakten auf Sport und Games TV. Bitte macht gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal,
oder unseren Kanal Sport and Games TV. So, von mir soll es gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder zum nächsten WM-Magazin. Aus den letzten Entscheidungen, aus den letzten Spielen der Gruppenphase mit den Highlights der Gruppe G und Gruppe H. Das Ganze morgen dann wieder mit den Polen, mit Robert Lewandowski und den Kolumbiern mit James Rodriguez. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder hören uns morgen wieder zum nächsten WM-Magazin. Hier exklusiv auf Sport and Games TV. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.